So, mal gucken, jetzt müssten wir noch unsere Reiter hier aufpimpen. 600 und 800, das kostet alles so viel. Nee. Jetzt könnten wir die Reiter wieder rufen und danach die Ents. Machen wir das letzte Lager noch platt. Und mit der Verstärkung von Faramir. Ich frage mich gerade, ob das meine Truppen sind oder extra Truppen. Und theoretisch könnten wir das Lager da unten noch besetzen. Weiter! Ist hier oben auch noch eins? Sieht nicht so aus. Weiter! Vorwärts! Dies Land gehört uns! Dies Land gehört uns! Gehen wir! Dies Land gehört uns! Vorwärts! So. Die Schlacht, warte, haben ein neues Gehör. Auf, auf! Brechen wir auf! Mutig voran! Rettet! Zermalmt sie! Bleibt wachsam! Der Feind ist unter uns, Männer! Auf, auf! Zermalmt sie! Lass keinen entkommen! Kämpft weiter, ihr Feiglinge! Holt eure Waffen! Sie haben angegriffen! Oh! Unser Baum ist gleich, unser Ent ist gleich im Eimer. So, hier mal schnell noch. Das wird dann hier. Was kann man eigentlich noch alles bauen hier? Stallung, Werkstatt. Oh. Katapulte. Wirtschaftsupgrades. Das wäre mal interessant. Wir haben ein neues Gehöft. Leider haben wir nicht genug Kohle, ne? Ich würde gerne das Lager hier gleich besetzen. Ehe, mehr Eisen. Oh, das ist echt nice. So, gleich sind die Truppen da. Wir haben ein neues Gehör. Wir haben ein neues Gehör. Heermeister Faramir und seine Männer sind da.
Formiert euch, Ritter! Gehen wir! Das ist echt wie im Film quasi. Bloß, dass da die Menschen schon längst im Eimer waren, als Faramir eingetroffen ist. Beziehungsweise zurückgekehrt ist. So, Schmiede ist klar, Kaserne ist klar, Schießstand ist klar, Status bla bla, Förster, ja. Ich baue mal noch einen Steinbruch, weil ich einfach mal wissen will, was es damit auf sich hat. Das Gehöft ist fertig. Das Gehöft ist fertig. Ritter der weißen Gute Stadt. Gute Arbeit, Männer. Folgt mir über den Fluss. Kommt, jagen Ritter, wir diesen Abschaum aus unserem Land. Wir müssen wachsam sein. Außer 500. Wir haben ein neues Gehöft. Und auch nochmal 1,5. Wir haben ein neues Gehöft. Macht euch kampfbereit. Okay. Ah, cool. Das sind viel zu viele Gebäudearten. Der Erntesegen ist da. Für so eine kleine Festung. So, dann können wir eigentlich auch die schnell mal... Zack, zack, zack. Und dann greifen die nämlich auch an. Nachdem wir unsere extra Truppen schon geopfert haben. Oh, Herren! Ja! Das neue Upgrade ist bereit! Durchbohrt sie! Reitet aus! Macht sie platt! Die schwere Rüstung ist fertig! Die Schmiede verbessert! Bewegt euch! Durch Furt! Schon wieder ein Nazgul! Kackeiern! Lasst keinen entkommen! Die geschmiedeten Klingen sind fertig! Rettet sie nieder! Attacke! Männer Gondors! Bestraft alle Feinde Rohan! Rettet sie nieder! Auf, auf! Attacke! Nieder! Ja! Attacke! Durchbohrt sie! Ja! Ritter! So, ich werde von hier aus angreifen. Holt eure Waffen!
Na komm, mach das Ding nämlich Platz hier. Und dann übernehmen wir die Basis. Genau, hau in die falsche Richtung, ist okay. Wir werden uns immer an diesen Tag. Wir müssen das letzte feindliche Lager vernichten. Gleich sind die eh weg. So, ich krieg den scheißen Nazgul nicht. Wir haben ein neues Gehöft. Der Feind ist hier. Schlag Alarm. Der Feind ist unter uns, Männer. Ach, mehr ist das gar nicht. Reiter! Denn... Werft sie nieder! Unsere Leute sind in den Türmen. Sie greifen das Lager an! Formiert euch, Ritter! Unsere Truppen werden angegriffen! Überrennt sie! Wir werden uns immer an diesem Tag. Der Feind zieht sich sehr, sehr gut. Sieg! Sieg! Die Hoffnung bleibt. Ich glaube, viel zu tun gibt es gar nicht mehr, bis wir das Finale von der guten Kampagne erreichen. Jetzt wird wahrscheinlich noch die Verteidigung der Weißen Stadt kommen. Und dann der Gegenangriff zu Mordor, könnte ich mir vorstellen. Die Reise des Ringträgers wird immer gefährlicher. Mit dem tückischen Gollum als Führer müssen Frodo und Sam vorbei an unzähligen Gegnern einen Weg nach Mordor finden. Ich verstehe bloß nicht so ganz, hier sind noch so viele Länder. Zehn Olifanten. Ach, hier sind die? So, ach ja, 360 Orks. 2500! Warum auch nicht? Hier die Länder, die zählen schon wieder gar nicht mehr, das ist ganz komisch. Was befindet sich hier? Ich möchte das wissen. Und die können wir schon gar nicht mehr wieder... Oh! Der Düsterwald, Akt 20.
Ich bin gespannt. Ab 14 haben wir schon wieder verpasst. Na gut, hier geht's in der nächsten Folge weiter. Spitz bedanke mich. Bis dann.